Der Kraftstoffkonzern BP hat bei Tiefseesprengarbeiten im Golf von Mexiko eine Ölquelle entdeckt, aus der sich jeden Tag viele tausend Liter Öl fördern lassen. Es wird kein Aufwand gescheut, die Rohstoffe für die Weltwirtschaft nutzbar zu machen. Eine große Flotte von Spezial- und Transportschiffen ist bereits am Fundort eingetroffen. Unter der Leitung des Konzernchefs höchstpersönlich, Tony Hayward, wird die Quelle mit modernster Förderungstechnik erschlossen. Mit Hilfe einer robotergesteuerten Absaugglocke wird das Öl direkt an die Meeresoberfläche geholt und dort mittels einer großen Flotte Abnehmern der ganzen Welt zur Verfügung gestellt. Vorsichtig bringen die Ingenieure die Absaugglocke in Position. Manöver geglückt! Tony Hayward, der nächste Woche als Konzernchef zurücktreten wird, macht aus diesem Anlass der Welt noch ein besonderes Abschiedsgeschenk. Er hat sich entschieden, dass das bereits freigesetzte Öl, welches allerorten im Mississippi-Delta angeschwemmt wird, nicht von der ansässigen Bevölkerung an BP zurückgegeben werden muss. Vielmehr gestattet der Konzern der Bevölkerung die freie Nutzung des fossilen Rohstoffes für Heimwerk, Gartenbau, Schädlingsbekämpfung und alle Sorten kraftstoffbetriebener Kraftfahrzeuge. Mit einfachsten Mitteln kann der Brennstoff vom Wasser getrennt und abgeschöpft werden. BP liefert ein weiteres Beispiel, wie mit verantwortungsvoller Konzernpolitik in breiter Öffentlichkeit Rückhalt für das Vorantreiben von Fortschritt und Rohstoffabbau gewonnen werden kann. Achtung, Achtung! Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Ergreifung folgender Personen. Sie befinden sich auf der Flucht. Hierbei handelt es sich um einen Hochstapler und Heiratsschwindler. Er hat bereits mehrere Damen unter dem Versprechen einer baldigen Heirat um ihr Vermögen gebracht. Achtung! Er tritt unter verschiedenen Namen auf. Wenden Sie Ihren Blick jetzt nach links. Wenden Sie Ihren Blick jetzt nach rechts. Haben Sie eine der Personen entdeckt? Dann bewahren Sie Ruhe und informieren Sie die nächste Polizeidienststelle.